Erste Mal Demon's Souls. Das müsste ich eigentlich durchziehen, bevor FIFA 22 dann rauskommt und sowas. Sieht schon sehr, 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 sehr geil aus. Ohne Scheiß. Absolut sehr nice drauf. Soll man gleich mal sagen. Demon's Souls. Schmacko. Oh, nice, ey. Sonnen, sehr geil. Ja. Wieder, ey. Huhu. So, jetzt werde ich hoch. Leider nur ein paar Stunden heute, aber okay. Let's go, continue, steht da, weil meine Freundin das nicht ganz kurz mal zickig angespielt hat. Und dann beim ersten Mal Schiss gekriegt hat und dann hat sie gewonnen. So, New Game. Wir nehmen natürlich einen Coalition. Player Name, wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn. Wie nennen wir ihn? Guter Name. Guter Name. Genau, in 10er. Let's go. So, was für ein Charaktertyp nehmen wir denn, ne? Das ist eigentlich bei Souls-Spielen natürlich immer auf Beweglichkeit oder sowas gesetzt. Intelligence, Endurance, Strength, Dexterity, Magic. Muss das nochmal umstellen auf English. Endurance. Endurance war es, glaube ich. Endurance und Dexterity. Magic wäre natürlich hier Magic. Könnte man ja auch mal machen. Priest. Ich glaube, wir spielen dann. Wir spielen Dieb. Das sieht auch nice aus. Firebomb, nope. Gucken, was es gibt. So, a stone that radiates a guiding light bomb. It recovers some of its HP now. Increases the rate of stamina recovery. Recovers some of the user's magic. Nein. Raises item discovery.
Inked Poison Throwing. Könnte cool sein. Bombe braucht man nicht. Serves a bait for the soul star. Das könnte interessant sein. Inflict the fire damage when equipped with a bow. Wir nehmen mal. Was nehmen wir denn? Vergiften. Könnte vielleicht ganz cool sein. Foundation. Oh Mann. Okay. Appearance, was machen wir da? Nehmen wir da irgendwas, was wir hier schon irgendwie haben? Hier, der Kollege sieht doch ganz nice aus. Hier, ein bisschen japanisch, Junge, japanische Samurai. Samurai-Deep machen wir, oder? Ja, hier. Skin. Was soweit Face. Bisschen spitze machen. So. Weight, Height, Width and Height. Ah. Sehr geil. Sieht gut aus, ey. Keine Ahnung mehr. Das war bei 0. Das ist schon 10. Alles gut. Bros, zum Beispiel, ja. So, Color. Können wir nicht so weiß lassen. Finde ich eigentlich relativ nice, muss ich sagen. Weiß hätte ich gern ein bisschen anders. So sieht schon. Nice auch so. Bären. Color, was ich auch sehen kann. Oh, scheiße. Glow mit rein. Main Color. So. Ja, der braucht was abgefahrenes hier. Sowas sieht gut aus. Secondary Color. Das sieht doch sehr nice aus, ey. Das sieht so abgefahren aus, das nehmen. Das nehmen. One. Sei mal nett. Kleine. Große Löffel. Matze. Nein, so eine fette Nasenspitze haben wir, um ehrlich zu sein, aber. Halten wir einfach mal die. Nicht ganz so weit.
Bridge machen wir weg. So. Sieht gut aus. Ja. Mouth. Der Mund sogar so wie er ist schon ganz nice. Zähne, lassen wir nochmal. Aber auch irgendwie nice ist. Ja. Natürlich nicht durch den Bart. So. Right, Death, Cheek, bla bla bla, sieht gut aus, Hairs. Da können wir natürlich nochmal gucken, aber ich finde eigentlich. Das ist jetzt ein geiles. Den Charakter gemacht, da kann ich jeden Hairstyle nehmen, sieht einfach top aus. Bei dem sieht echt alles fett aus. Nimm mal das. Facial Hair. Das passt auch so. Was haben wir hier? Ne, das passt auch. Okay, fertig. Finalize. Okay, hat ein bisschen gedauert, aber ich will ja. Das hat sich auch gut aus. Kanalisierte, brachte König Alland der XII. Seinem Königreich im Norden, Oletaria, beispiellosen Wohlstand. Bis zu dem Tag, als dichter, farbloser Nebel über das ganze Land fiel. Boah, das sieht so nice aus, Mann. Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen. Doch Wellafex von den königlichen Zwillingsfängen konnte dem Nebel entkommen und klagte der Welt Oletarias Leid. Dass der alte König Alland das Uralte erweckt hatte, die gigantische Bestie, die unter dem Nexus in ewigem Schlaf lag. Und dass ein farbloser Nebel gekommen war, der schreckliche Dämonen entfesselte. Die Dämonen machen Jagd auf Menschen und stehlen ihre Seelen. Wer seine Seele verliert, verliert auch den Verstand. Wahnsinn. Halleluja. Und das Chaos regiert. Wellafex sprach auch von der verführerischen Macht der Dämonenseelen. Verleibt sich ein Dämon eine menschliche Seele ein, wird seine eigene Seele durch ihre Lebenskraft gestärkt. Und die Macht einer ausgewachsenen Dämonenseele übersteigt jede Vorstellungskraft. Die Legende sprach sich herum. Starke Krieger, den Verlockungen erlegen, wagten sich durch den Riss in das verfluchte Land. Doch keiner kehrte zurück. Jor von den Zwillingsfängen. Jor. Der stumme Häuptling. Sankt Urbain. Skurver der Vagabund. Die
sechste heilige Astraea mit ihrem Ritter Garl Vinland. Und Frey, der weise Hellseher. Der farblose, dichte Nebel verbreitet sich langsam über Boletaria hinaus. Die Menschheit blickt ihrer schleichenden Ausrottung entgegen. Der dichte Nebel wird eines Tages unsere ganze Welt verschlungen haben. Doch Boletaria hat noch eine Hoffnung. Einen einsamen Krieger, der dem tödlichen Nebel getrotzt hat. Wird er das Land erlösen oder nur ein weiterer Sklave der Dämonen sein? Oh, ich... Nee. Would you like to play the journey to the Nexus? Ah, ja. Ja. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Dies ist der Nexus. Er hält den Norden Boletarias zusammen. Ihr könnt den Nexus nicht verlassen, aber die fünf Keilsteine führen euch in die äußeren Länder. You have died in the Nexus. Yes, imprisoned your soul. You cannot escape. Vor allem startet man Demon's Souls nicht im Nexus. So, wir stellen das Ganze mal eben auf Deutsch um. Motion Blur, Film Grain. Cool, dass man ja so viel sieht, ey. Gut. Oh, yo. Oh, ihr seid wohl auch durch den Riss geschlüpft, nicht wahr? Seid ihr wegen der Dämonenseelen? Oder um dieses Land zu retten und als Held? Ihr jagt Dämonen, dann versucht es bei den Keilsteinen. Nun geht. Deshalb kamt ihr doch hier, nicht wahr? In das verfluchte Boletaria. Wir will ja einfach alle platt machen. Mehr will ich gar nicht. So, hier haben wir auch noch einen Kollegen. Moin. Plage kam. Meine Frau und Tochter wurden, aber im Kampf wäre ich nutzlos. Ich nehme gerne etwas von eurer Last. Oh, was haben wir denn hier überhaupt? Nexus-Bindung? Was macht denn das Ding? Was macht denn das? Gegenstand kann nicht ins Lager. Jetzt habe ich ja eh nichts. Bisschen Rüstung. Ich habe sogar einen Bogen, sehe ich gerade. Kurzbogen. Als die Plage kam,
So wie ein Feigling. Ich würde gerne mehr helfen. Kerzenjungfer sagt, sie spricht nicht viel, aber armes Mädchen, wenn man ihr nur irgendwie helfen könnte. Wenn man ihr nur irgendwie helfen könnte. Baldwin? Seid ihr neu hier? Ich bin Baldwin. Ist ganz simpel. Zum Tausch gebe ich mit euren Seelen kann ich mein Ausrüstung reparieren, Waffen auf. Seelen nicht. Ich habe null Seelen. Aber die Haltbarkeit. Waffen, Schild, 3. Wieder genau. Okay. Falls ihr es nicht wisst, es gibt noch einen exzentrischen Haltbarkeit, falls ihr ihn trefft. Es gibt nicht genug Werk. Waffen kann man nur ausbüschen. Und seid dankbar, dass ich an diesem Fall. Und sei dankbar. Okay, es gibt noch einen anderen. So, hier noch jemanden? Oh je, hat Gott uns Und so, nach oben gab es im Nexus eigentlich nichts. Eine Erinnerung habe. Rein in das Ding. Verlass von Volita. Let's go. Ja, guter Drache, let's go. Jetzt schieße ich ab. So, wir sind jetzt vor den Toren von Boletaria. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Aber gibt's. Ich hab doch. Normalerweise macht man doch ein Tutorial. Heute erwartet dich voraus. Ja. Du bist tapfer. Jawohl, ich bin der tapferste von allen. Keilsteinbürger. Ich weiß nicht. Wie Glück. Ja, da geht er wieder, man. Ich weiß doch, dass ich den Bogen noch. Wie kann ich den? Gerne, nee, nicht. So hier. So, ich heile mich mal. Ah, okay, ich kann mich nicht mehr heilen. Ja, er ist zu, wa? Okay, komm mal da oben durch, bitte. Warum? So. Seele eines unbekannten Krieger. Irgendwie hin später, ja? Heftig fett aus, ja. Kacke, ich wollte den ein. Und hier links bleiben.
Und den Affen. Feuer, du Sau. Die Schweine hier wieder für Nachrichten schreiben, kann man mal leider. Brandbomben, cool. Durch oder geht da? Ja, hallo, hallo. Egal, ich. So, erster ist futsch. Was? Wie hat der Kunde mich denn erwischt? Das ist ja lächerlich. Lächerlich. Gut, konnte man jetzt hier rein spielen? Das geht schon. Glaube ich. Irgendwie auch genau an die richtige Stelle oder sowas. Ich müsste jetzt wirklich genau auf das Holster rein. Ob ich das vielleicht überlebe irgendwie. Mal hinspringen, warte mal. Es sieht so aus, als wenn es möglich ist. Ehrlich. Schwein. Immer schön die versteckten Wände hier, Quinn. Kaputt. Vorsicht zur Tat. Ja, okay. Immer eigentlich, man. Ist das Nebel? So, ey. Oh, yo.
bindet mich erstmal komplett. Jo. Mal hier die eigenen Leute abpacken, vielleicht auch mal. Die haben noch nicht mal, die sind noch nicht mal gebrannt, ey. Ja, wie ich daran komme, das mal. Putzguss. Okay. Kommt man da rein, ey? Kommt man da rein? Gibt es auf jeden Fall einen Trick? Ich weiß nicht. Einen anderen beschissenen Trick. Eine Leiche, verdammt. Oh Mann. So. Haut erstmal einen Stein auf mich. Ja, das dumme. Guck mal, dann als erstes weg hier, weil der nicht so stark ist. Wie sieht denn noch? Jawohl, der war wichtig, ey, dass ich den pariert habe. Sehr wichtig. Einiges ein. Gutzi, gutzi. Oh ja, ein bisschen fett, ne? Sieht fett aus. Der hat mich gekillt so schnell. Konnte mein Phantom nicht reinbringen, nur mein Phantom. Problem, ne?
Ja, das war natürlich ein Problem. Den ganzen Affen. Oh nein, 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 nein. Jojojojo. Okay. Jetzt ist die Frage, kommen die anderen Dullis da jetzt auch noch? Kommen sie nicht? Den fetten Ritter, da habe ich gar keinen Bock drauf gerade. Jetzt wird den Affen da hinten weg. Natürlich noch der Kunde. Sehr nice. Ich. So, und hier ist meine Seele, die ganz schnell zurück. Kaum Schaden muss. Oha, ein Hit und ich bin tot, ne? Gegen die. Das kann ich eigentlich komplett haken. Ich brauche gar nicht zu dem hinzuplatzieren. Und so ein Waffen, die ich gerade habe, oder? Am Bombe. Und Bombe kann ich auch. Mann, warum konnte die das so toll machen? Ja. Alter, bin hier durch. Der trifft. Der Affe trifft mich, oder was? Wow. Ernst, ne? So, die Kugel das Ding da kaputt gemacht, oder was?
Anwenden. Ah, Bastardschwert. Ich glaube, mit Terpentin kann ich auch meinen Wert heiß machen. Tschüss. Jetzt kommt der nächste Dolly. Ist kaputt. Ja. Käse. Das hier nix. Ach man, hör da auf, ey. Das gibt's doch nicht. Genau, da kommt der nächste Fackel. Nein. Ein Bastardschwert macht auf jeden Fall mehr Schaden, ist aber dafür langsam. Nierendolch. Ist auch schon besser als das, was ich jetzt habe. Sehr, sehr nice eigentlich. Ja, klasse. Dann wollen wir nochmal. Wollen wir nochmal loslegen. Huh.
Hey, kommt der Kunde noch oder was? Karma hat mir vorhin noch Feuer in der Hand. Nein, oh. Oh, ja, Alter, ich falle auch noch mit runter. Jawohl, hey Junge, was geht hier ab? Oh, das ist lächerlich. Oh Mann, weil ich einen Schlag zu viel gemacht habe. Er fällt mit runter und dann sind natürlich alle dort, ne? Leck mich doch mal hart. Ah, Bullshit. So unlucky, Junge, Junge. Oh Mann. So, Kollege, springt mal hier runter, ihr zwei Affen. Ja, der Kunde nicht, oder? Gut. Let's go, die zwei Lutscher triggern, komm her, ja. Zinke, 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 zinke und tschüss. Ja, jawohl, der Dulli trifft mich noch. Boah, eigentlich hätte ich ihn noch von hinten. Genau. Finishen müssen vom Feinsten, meine Fresse. Oh, yo, ey, wo ist denn noch einer, der fünf Feuer wirft, Alter? Von da unten, ne? 100%. Oder was? Oh, leck mich doch. So behindert, Mann. Was kommen die alle? Wie ist da oben hinterher, die dummen Schweinekinder? Junge, ich will doch einfach nur in Ruhe hier oben weitermachen. Ah, leck mich doch am Arsch, ey. Das ist auch nur so eine Dreckswaffe. Das ist noch viel schlimmer. Was am Anfang hier bin. Heilung ausgerüstet auch. Korn oder dazu, ich depp. Jetzt mal mich hier rinfuchsen wieder in das Game. Junge. Komm, komm, komm. Das ist mies, ey. So, na, kommt her, ihr Lutscher. Ja, genau. Genau. Kritisch. Sehr kritisch. Ja, genau, ja. Lutscher, jetzt reicht's mir aber mal. Tschüss. Oh, ey, 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 ey. Ach, ah, Junge. Ist nicht euer Ernst, ne? Ey, rutscht wieder da ab. Fuck you, Mann. Jawoll, wirf mal deine Leute ab mit Feuer. Die sollen einfach nur da unten bleiben, ey. Das wäre schon hilfreich genug. Der wirft auch mit Feuer. Wirft zu viel aus.
Kann ich noch hinter ihn kommen? Jawohl. Sehr nice. So, wichtig, So, geht auf hier einfach ein, jetzt haben wir es ein bisschen raus. Den Kunden nehmen wir hier eigentlich an irgendwie Platz dafür. Diese Brandbombe. Das kann nicht sein. Wo wirft er denn hin? Ja. Nee, ne? Optimal. Wenn man nicht werfen kann, ist natürlich klar, dass man. Also, ja. Ist das bescheuert? Und wirft über ihn. Und nochmal. Weil er zu dumm ist zum Werfen, Mann. Wow. Absolut geil. Alter, das ist schon echt behindert, ne? Machst du einfach komplett. Ey, alles klar, Junge. Alles klar. Wie kann man denn so beschissen werfen? Ne? Dann nehmen die alle auf. An. Lass mich durch. Hey, hey, hey. Jawohl. Komm her, komm her. Komm her, du Lutscher. Komm her, Junge. So. Jetzt ja, wo ich ihn von hinten habe. Ah, kommen Sie ran, kommen Sie ran. Sau.
Jetzt kommt der Dulli wieder. Wenn ich den jetzt nicht mit Feuer treffe, ey, dann. War so schnell unterwegs. Wow, es zieht ihm fast nichts. Okay, also da soll ich erstmal noch nicht hin, so wie ich das verstehe. Das heißt, da spaziere ich erstmal noch nicht hin. Der ist ein bisschen stark, der Hund. Shit, ey. Ach komm, ey. Es wird Zeit, dass ich mal ein bisschen wieder weiterkomme hier in dem Game. Easy, ne? Okay. Was werfen der Affe? Let's go. Oha, ich wäre fast runtergefallen, ich Horst, ey. Also eine kranke Kurve gelaufen. Oh, ihr zwei fetten Säcke, Alter. Guck dich das an. Da kommt die ganze Drecksbande, ihr dicken Hunde. Lasst mich doch vorbei, ey. Und er wirft seine Kacke. Ja, guck mal. Guck mal, er hat seinen eigenen Mann angezündet. Und nichts. Leckt mich, ey. Keine Zeit für euch, Dullis. Alter Schwede, Mann. Deine eigenen Kollegen komplett abgeschmissen, passiert erstmal nichts. Oh, ich hatte ihn von. Oh Mann, ey. Warum, ey? Jetzt sind hier so viele von den Spasten. Leck mich am Arsch. Muss den halt von hinten kriegen. Wäre das Beste. Oh ja. Oh, oh mein Gott. Jawohl. Boah. Man, manchmal nimmt er das nicht an, ne? Obwohl ich gerade von ab. Gut. So, alter Schwede, ey, leckt mich aber am Adamarsch, ey. Oh, jo. Komm mal her, ihr Freund. So, ich bin schon wieder fast am Arsch. So, der Dulli, der will auch ein paar abgeben, habe ich gehört. Zack und weg. Nice, Junge. Nice. Ja, Junge, bleib liegen. Klopp rein. Eh der größte Affe. So. Was ist denn, wenn ich das Ding Giftfall benutze? Vielleicht kann ich ihn dann vergiften und ein bisschen mehr Schaden machen. Das ist halt einfach zu OP, der Hund. Der Typ ist krank, Alter. Da kann man nicht hin. Zu denen kann ich nicht hin, ey. Sonst verrecke ich ja weiter, Alter. Ich gehe nicht mehr zu dem Kloppo hin, ey. Es geht nicht. Es geht nicht. Verboten, Alter. Bis ich mich fett gelevelt habe. Junge, das geht nicht. Der Typ ist einfach. Junge, der ist unbesiegbar. Nee. Probier's schon die ganze Zeit. Geht nicht. Geht nicht. Reicht. Alter Schwede, ey. Ich bin noch nicht mal in der Lage zu werfen, wenn er kurz seine Pause macht, weil er mich ja dann trotzdem immer noch erwischt. Weil der Kunde ja zu lange jetzt fürs Werfen braucht, hier der Affe. Junge, du bist ein Dieb, du musst schnell sein, flink. Ja, komm, und. Ja, was hast du gemacht, Junge? Ab, du. Oh, Thank you.
Hol mir noch meine Seele, dann gehe ich nämlich die andere Richtung lang. Und dann wird das hier wohl was mal werden. Oder? Hier, du Kunde. Mach die Bahn frei, du Lappen! Oh Mann, ey, da war er doch schon wieder von hinten. Oh Scheiße. Ganz schnell. Ich hab ihn auch wieder von hinten gehabt, ne? Und es kommt nicht die Sequenz. Oh, es ist so mies. Es ist so mies, ey. Alter, 4 oder was? Oh, kommt, Leute. Ihr wollt mich aber komplett verarschen jetzt. Nee, Alter, das ist lächerlich. 4 Leute oder was? Junge. Bin ich hier Gott oder wie oder was? Und jetzt kommt noch der andere Kunde hier, der Oberritter, Junge. Genau, Alter. Ich glaube, es hackt, Mann. Kommt hier der Oberritter, Junge, vom... Junge. Ihr wollt, Mann, kann er nicht einfach abhauen? Genau, er trifft mich, Alter. Genau, ey, Junge. Okay, aber ich müsste ihn auf jeden Fall platt machen können. Ich hab ihn da auch von hinten. Alter. Warum kommt die scheiß Sequenz nicht? Warum? Ja, genau, er heilt sich auch, hör, du dummes Schwein, ey. Alter Schwede, ich raff's einfach nicht. Dieses Trigger, also diese Attacke von hinten, geht irgendwie... Was? Wer hat mich denn jetzt mit einem Pfeil erwischt? Das ist so bescheuert. So, okay, so, jetzt bleibt nur noch der Dicke hier. Du dicke Sau, Alter, das geht gar nicht. Ich muss dich doch von hinten kriegen, Mann. Da, jetzt, Mann. Da, geht doch, ey. Er ist ein bisschen knifflig. Bleib liegen, Mann. Gut. Puh. So, du dummes Schwein, Alter. Komm her, ey. Der hat so hart genervt. Hier sind immer noch meine Seelen, die hole ich da. Und dann ist gut, ey. So, den schnell weg. Ja, ja. Oh, der war doch von hinten. Da. So, Kollege. Gut. So, schnell Seelen holen. Und wegrennen. Hallo und tschüss. Der ist zu krank. So, jetzt gehen wir das erste Mal in die andere Richtung. Und hoffen wir mal, dass wir hier ein bisschen besser klarkommen. Ich meine, den einen Ritter hier, den konnte ich wenigstens weghauen. Der war nicht so stark. Hier ist Nebel. Okay, Nebel immer gefährlich. Bei den Dark Souls spielen. Keine Spur von Monstern. Ach komm, ey. Diese Nachrichten darf man auch nicht vertrauen, ey. Ohne Witz. Sind so am Trollen, die Leute. Bombe, okay, da kann ich runter. Was ist hier für eine Ecke? Och, ich obole, Junge. Er zündet sich erstmal selber an. Sehr geil. Ja, gut, ey. Gut zu wissen, dass die Dinger explodieren hier. Und sonst diese scheiß Feuerschwerter. Kollege. Nein. Oh Mann, ey. Ich bin nicht in der Range. Genauso dämlich wie der Typ hier auch, wie der Bot. Treffen uns gegenseitig nie. Ist das wohl, ey. Okay. Da unten ist noch mehr Nebel.
Nee, ich dachte, das wäre Nebel hin. Ah, okay, hier bin ich ja gekommen. Steht denn hier? Schau dir unterhalb an. Let's go. Ah. Aha, okay, da könnte ich eigentlich noch was einsacken da. Was gibt's denn noch weiter unten? Mann, ey, ist halt bei dem Game immer so ein bisschen assi. Und wenn du nicht beim nächsten Leuchtfeuer bist. Oh ja, ja, genau. Ihr Dullis, ja, ja, ja. Rück vorne. Mal treffen, Mann. Oh ja, ey, die springen aber auch freiwillig runter, ne? Hab ich gehört. Gut. Jawohl. Er schafft's immer noch nicht. Zweiter Anlauf, er springt erstmal wieder runter. Muss ja aufpassen, ne? Weil hier dieses Feuerding überall ist. Wenn die dagegen hauen, dann fliege ich sowas von durch die Wand. Gutzi, so, Butze auf hier, Junge. Ab die Bude auf. Ah, okay, ich habe jetzt den. Und ich habe einen Ring, ey. Schauen wir mal. Mein erster Ring, und zwar vermindert den TP-Verlust in Seelengestalt. Nehmen wir erstmal mit. Oder legen wir erstmal an. Juhu. Oh, den habe ich gar nicht gesehen, ey. Der war direkt hinter ihm. Ah, der ist gut, der Angriff. Der gefällt mir, oder? Den machen wir nochmal. Zack. Scheiße. Oh ja, ihr seid ein bisschen doof im Kopf, Alter, ihr zwei Affen, ey, ne? Oh, scheiße, aber trifft so selten. So, und hier habe ich doch genau. Was kriegen wir denn hier schönes, Mann? Alter, komplett neue Rüstung. Guck, ob die gut ist. Und was haben wir von ihm? Ja, der Haarschmuck. Oh, checken wir doch mal kurz, oder? Hier liegt auch noch was, sehe ich gerade. Ist die Tür da hinten auch offen? Nee, die ist nicht offen. Das heißt, wir können jetzt durch das andere Nebeltor gehen. Aber was ist das für ein Ja, der Haarschmuck-Gedöns? Was macht das Ding? Einfacher Schmuck. Was macht das Zeug? Oh. Stellt große Menge Leben wieder her. Blablabla. Okay. So, Rüstung haben wir ja auch noch. Stimmt. So, da checken wir jetzt mal aus. Assassinenmaske. Ist auf jeden Fall leichter. Bietet nicht ganz so viel Schutz, ist aber leichter. Und bietet mehr Feuerschutz. Und nicht wirklich. Lohnt nicht wirklich. Lohnt nicht wirklich. Ist ganz cool, aber lohnt nicht wirklich. Brush, Moinsen. Kann ich das nicht mal tragen als Typ? Komm. Ah ne, kann ich nicht. Aber würde ich auch nicht nehmen, weil lohnt halt nicht so wirklich. Den Ring habe ich schon angelegt. Aber der gibt halt nur mehr Leben, solange ich in der Seelenform bin. Das müsste man natürlich später nochmal austauschen, ne? Eventuell. Komm doch. So. Auf jeden Fall spazieren wir jetzt erstmal in den Nebel rein. Natürlich auch nicht schlecht, wenn ich hier nicht irgendwie runterfalle. So, Kollege. Aber sag mal, hier der Typ da hinten, ne? Wenn ich in andere Richtung gehe, den kriegst du nicht kaputt. Ich habe jetzt
angefangen und bin die ganze Zeit den Weg lang gelaufen, weil ich wollte den unbedingt da weghauen. Ey, keine Chance. Keine Chance. Der Typ, ein Hit, tot. Und Brandbombe macht auch keinen Schaden, obwohl es, glaube ich, effektiv schon ist gegen die. Keine Ahnung, ey. Katastrophe. Ja, deswegen, ey, habe ich den Roten Ritter jetzt eben mal sein lassen und bin den anderen Weg lang gelaufen. Weil das hat halt meine Freundin hat es ganz kurz angezockt vor ein paar Tagen. Ist halt hier lang gelaufen. Und die ist halt bis zum Boss gut klargekommen. Dann wurde sie nervös, wollte nicht mehr spielen. Und jetzt habe ich es mal angefangen und bin den anderen Weg gelaufen. Aber Mann, der Rote Ritter ist einfach nur krank. Den hole ich mir später, den Roten Ritter. Der kriegt später noch einen aufs Maul. War richtig hart. Gibt es ja mir versteckte Wände irgendwo. Bei Dachsholz. Oh. Oho. Leute. Aber das sieht so nice aus, Mann, das Remake. Respekt. Zack. Person wartet, sie ist gütig. Das Ding ist auch, ich konnte kein Tutorial machen, weil ich einfach gesagt habe, jo, ich will dieses Nexus-Ding spielen. Und dann habe ich das Tutorial nicht machen können, was meine Freundin da gemacht hatte. Ach komm, du dumme Sau, Alter. Was? Ja, was will der denn da vorne, Alter? Junge. Ich hab gar keinen Bock auf dich. Jo, guck mal, wie er angegeiert kommt, ne? Nicht wirklich durch. Nee. Da sitzt ja einer. Was macht der denn da? Meister, Junge. Seid mir gegrüßt. Wollt ihr meine Waren anschauen? Ja. Vieles gestohlen. Aber wen kümmert's, hm? Langes Schwert. Kurzspeer. Finde ich eigentlich ganz nice, sowas. Echte Armbrust, ein Holzschild, ne, ein Datenschild. Holzbolzen, Plattenhelm. Auf jeden Fall auch ein bisschen schwerer, Plattenrock. Genug Seelen für das Ganze, was auf jeden Fall alles eine Ecke schwerer. Billiggras. Das brauche ich eigentlich nicht unbedingt, um ehrlich zu sein. Okay, aber es ist wirklich sehr billig. Ne? Scheiße. Guck mal. Ich kann mir wirklich nichts leisten gerade auch. Deswegen, ich hau einfach wirklich alles da rein. Gut ist. Ob stolze Ritter oder armer Bauer, die Dämonen stahlen ihre Seelen, egal welchen Standes sie waren, und stürzten sie alle in den Wahn. Und jene, die ihre Menschlichkeit verteidigten, wurden... Dies ist das Ende vom Boletaria, wie wir es kennen. Was soll's? Mhm. Da gibt es diesen dürren Kerl.
Er trägt eine prachtvolle Rüstung und schwafelt ständig irre. Er ist ebenfalls bei Verstand. Wahrscheinlich ein Verwöhnter. Allein die Knöpfe seines Hemds sind ein Vermögen. Okay. Das ist das Ende vom Bulletin. Das heißt, ich muss da irgendeinen Typen finden und in seine Scheißrüstung stehen. Das ist wohl anscheinend nicht geil. So. Leute, gibt's hier irgendwelche Überraschungs-Amigos? Machen wir mal schön kaputt. Jetzt fliegt hier alles in die Luft, ey. Viel Glück, ja, leck mich, du dummes Schwein. Hier rüber? Gibt's hier drüben irgendwas? Könnte hier runterspringen halt, na, aber. Aber nö. Ja, nix, Sam. Jetzt so ein Gegner, oder? Ah, oh, ja, dumme, die dreckigen Affenkinder, ne? So, der erste ist weg hier von euch, du Lies. Genau, zünd mich an, du dumme Schweine. Warum? Triggert? Das gibt's doch gar nicht. Auch wieder von hinten. Okay. Ah ja. Ah, ne, manchmal ist das ein bisschen. Sekund mal. So. Ich fange mal mit an. Gut. Okay, da schießt irgendein Affe. Schießt da rum. Sehr gut, ihr Lutscher. Ja. Das Ding kann man jetzt abschießen, was da hängt. Zwei sehe ich. Bewegung bleiben. Geht schon mal nicht. Nice! So. So, ich hole erstmal die da oben weg, ey. Die gehen mir aber richtig. So, was also mit dem Ding? Ne, das kann man nicht kaputt machen. Oh, jo, Kollege. Kollege, Junge. Lüms bei dir, hä? Nice. Ja, und in den Arsch, du Sau, Junge. Gut. Sterben ja nicht so schlimm werden im Spiel. Kollege, oh. Und Abflug, Junge. Uhuhu. Und er hat's überlebt, oder was? Ist lächerlich, ey. Wenn ich da runter springe, bin ich tot wahrscheinlich. Komplett. So, dann schaue ich mich natürlich unten nochmal um. Ist hier noch irgendwas zu holen? Gibt's? Okay, aber hier geht's noch weiter runter, sehe ich. Okay. Da oben war Nebel, kann natürlich sein, dass da der erste Leuchtfeuer. So. Wie kann man denn nochmal diesen Sprung nach vorne machen. Aber gibt es nicht wie bei Dark Souls diesen Sprungangriff? Gibt es den hier nicht? So wie die das machen? Ja,
Zu erwarten dich, jawohl. Die geilen Schätze. Wurde im Mittelalter noch nicht erfunden, ja, vor allem. Springen mit Angriff gab's noch nicht, ja, scheiße. Ich hab's. Leben, ne? Mal ein bisschen. Ein paar Kräuter, ein paar gute. Okay, das ist der nächste Dulli. Sehr gut, wichtig. So, Amigo. So aggressiv, Alter. Oh, fuck. Der war, das war ein hartes Ding. Fuck you. Jawohl, Junge. Wieder schön in den Arsch. Und krass, ich muss jetzt gleich nochmal nach oben, aber. Ach ja, genau, das dumme Schwein. Oh, leg mich am Arsch. Mit dir der Sand. Seelen, jawoll. Nee, da unten ist nicht mehr, Mann. Und alles explosiver Shit. Warte. Ein Feuerding runter, oder? Kann ich da zielen? So, hier. Ja, oh la la. Geil, geil. Wieder Fuchs, ja. Also ganz vertraue. Oh, yo. Alter, bist du verkloppt, Mann? Ah, ich gegen den Dulli jetzt hier. Zack. Zum Glück habe ich kein Feuerschwert. Auch durch die Gegend geflogen, ey. Scharf, Stein, Scherbe. Ich glaube, damit konnte man die Waffen aufwerten oder sowas. Mit den Scherben. Ja, doch. So muss das gewesen sein. Gut. Ist nichts mehr. Oh Gott, es hat sich nicht gut angehört. Rumsäbeln. Gibt es hier keine versteckten Wände? Oh, yo. Alter Schwede, ich wollte gerade hier die Bude aufmachen, weil ich gedacht habe, jo. Mach mal auf, ja, das Ding aber, ne? Kommt der Depp von hinten, ne? Und noch einer. Auch noch mit der fetten Axt. Ey, Alter, das war doch so klar von hinten, ne? Gut. Das ist nicht so einfach. Die straight von hinten zu erwischen. Alter Schwede. Okay, dann zünden wir da mal hier ein paar an, oder?
Tja, ich hab schon gedacht, der trifft das Ding nicht, ne? Das war auch nicht Spaß. Kommen Sie ran. Wir haben erstmal einen Arsch gerettet und das Ding ist, der hat auch eine fette Rüstung, das Schwein. Könnte mir immer geben. Mal gleich voll. Wir sehen. Okay, hier geht's auch prinzipiell nicht mehr weiter. So, Meister. Sag an. Jo. Ich bin Ostrava von Boletar. Ostrava ist. Was geil ist hier. Messing-Teleskop. Alter, was soll ich mit dem Scheiß? Junge, da kann ich ein bisschen mit dem Teleskop rumgucken jetzt, wa? Na ja, hier. Inventar. Teleskop muss ja auch sein. Lässt dich weit fern blicken, ja. Jo, okay. Ey, Alter. Gut, brauche ich aber nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Ich habe ihn zerledigt. Weiter. Hier, Rocco. Also, FIFA sieht tatsächlich gut aus, ne? Gestern echt ein bisschen hingesetzt, so ein bisschen Gameplay mir reingezogen, um zu sehen, wie die Abwehr sich verhält und ein bisschen halt zu gucken, ne? Wie gut man damit spielen kann, beziehungsweise wie gut man halt verteidigen kann und so. Und das sieht tatsächlich sehr cool aus. Sie haben auch die Spielerintelligenz erhöht und so ein Gedöns für dieses FIFA speziell. Da haben wir ganz andere Technologien angewandt und so. Und es sieht schon echt nicht schlecht aus. Das ist echt. Ich denke schon, dass ich mir echt mal wiederholen werde. Ohne Scheiß. Ich will was bestellen. Das ist super. Nee, ich mache ja gleich zu meiner Freundin und dann wird ein bisschen gekocht. So, war denn hier der Nebel da? Let's go. Kommt so gar nicht zu dem Boss, den meine Freundin letztes Mal hier gespielt hatte. Mit dem scheiß Tutorial am Anfang. Oha, kann ich das hier kaputt machen? So, ihr Lutscher, wie mache ich euch am besten alle schnell platt? Sagen. Feuer. Feuer ist immer gut. Ach ja, du dumme Schwein, ey. Alles versaut. Was, Mann? Dieses Werfen ist so schlecht. Okay. Das Werfen von Gegenständen ist so schlecht. Fast verreckt, ey, weg. Oh, Alter, ich höre doch. Alter Schwede. Ja. Genau, ey. Alter, welche Sau, Mann. Das geht gar nicht. Das ging sowas von nicht. Alter Schwede. Und ich wollte schon triggern irgendwie so, aber kam mir nichts und dann auf einmal. Alter Schwede, Mann. Den Boss. Wenn du das Tutorial spielst, dann kommst du eigentlich zu diesem dicken Boss, den man killen kann. Und jetzt, wo ich direkt in Nexus bin, wo die mich da gefragt haben,
der hat mich gar nicht gefühlt. Mann, Alter, leg mich doch mal nicht so hart. Tschüss. Gut, Junge, gut. Ein sehr guter Gegner. Da ist auch noch weiter. Was ist denn hier? Genau. So, ich glaube, hier kam noch dieser Drache lang geflogen oder sowas. Ne? Guck mal, bin schon getriggert, ne? Die Sau. Oder? Was gehört habe ich doch hier. Jetzt, Alter, jetzt fackelt er alles ab. Gib mal Gas, Junge, gib mal Gas. Ey, warum macht er kein Feuer, der Schwein? Ach ja, Mann. Ey, ah ja, genau. Ey, guck mal, wie er. Ja, genau, ey. Ja, fackelt mich noch ab, du dummes Schwein. Ach, Mann, fuck. Wo ist das scheiß nächste Bonfire? Das war auf der Brücke oder unter der Brücke oder guck dich das an. Jetzt muss ich wieder diesen beschissenen Weg da lang. Ah, leck mich am Arsch. Noobs, mal läuft's halt nicht, ne? So. 10 Uhr, bisschen mache ich noch. Also bis zu diesem nächsten scheiß Bonfire-Ding hier, muss doch mal irgendwie. Muss doch irgendwo da sein, ey. Tschau, lass mich mal schön in Ruhe. So. Und da abkürzen ist natürlich auch richtig behindert. Wenn man hier ein bisschen abkürzen will. Hier nochmal. Das ist meine scheiß Heilung. Ist nicht. Klasse. Ich habe jetzt keine Heilung hier. Nicht so geil. Einen nicht mehr hitten lassen, das ist das Problem. Ah.
Nämlich? Oh, ist nicht euer Ernst, ne? Okay, sind explodiert da unten. Oh, scheiße, die Wand an. Irgendwo ein Spot, wo ich mich heilen kann. Also ich gehe jetzt mal schnell nach Dings. Das kommt natürlich jetzt so klar, die Bundschweine. Dieses Spiel ist Katastrophe. Nein! Alter, sterbe ich jetzt noch? Das war so knapp. Ey, Schwede, ich muss das ausrüsten. Sollte man das mal ausrüsten? Das ist nicht ausgerüstet. Wie konnte man den Scheiß aus... Ah, hier. So, genau. Okay, gut. Gut. Schwede, erstmal das Scheiß-Game rein. Guck sein. Oh, ich habe alle Teile gespielt, aber schon weichen. Ja. Ist schon weich. Vor allem Demon's Souls ist sehr, sehr lang. So, Meister, komm her. Ah, komm, ne? Jo, die kommt auch sogar hier rein. Wenn das hier explodiert, ging da nicht irgendwie auch die Wand kaputt oder irgendwie so ein Ding? Ich weiß nicht, warum ich sowas in Erinnerung habe. Ich glaube, es gab so eine Stelle, wo man irgendwie eine Abkürzung freischalten konnte mit sowas. Halleluja. Ich ist gut. Dann bist du der fette Ritter hier oben. Das wird jetzt nicht nochmal passieren, oder? Mit den Steinen? Oh Mann, ey. Nee, Leute. Absolut uncool, ne? Ja, genau, von hinten, du dummes Schwein, du auch. Mach dich vom Acker. Oh, er lebt noch, guck dich das an, du dummes Schwein. Ja, alle. Ja, ist gut, Alter. Es ist so gut, ey. Alter, ist das wohl. Junge, es ist so behindert. Er bleibt auf der Kante da noch stehen, das Schwein, und ich fall mit runter. Ich das immer gehasst habe bei den Dark Souls-Dingern und sowas. Diese dummen Scheißsachen.
wieder da rein. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist zu bekloppt, ey. Junge, wir waren wahrscheinlich 1 Millimeter vom Bonfire und dann verreckst du, ey. Hat auch keinen Bock, die wieder alle zu zerstören. Junge. Mann, Alter, Junge. Das ist ein Scheiß. Ja, doch so durchrennen können, ohne die zu besiegen, auch entspannt. Jetzt war sowas von hart. Ja, alles klar, ne? Alles klar. Oh, ist das mies. Ist das doof? So, was passiert, wenn ich jetzt einfach gerade durchrenne und durchziehe? Das geht gar nicht. Triggern und dann wieder zurückrennen. Funktioniert auf jeden Fall. Erstmal alles ganz schick aus. Und das ist.
Wann kommt der scheiß Drache und fackelt die alle ab? Oh jo, es geht bis zur Treppe. Heftig. So sehe ich einen. Okay, gut, das kann ich erstmal komplett vergessen. Da ist keine Möglichkeit, dass ich da entspannt durchkomme. Also, erstmal hier lang. Jawohl, der fackelt auch die ganze Zeit weiter ab. Schlecht. Oh, da ist noch ein Drache. Wo sind denn diese scheiß Bonfires hier, Alter? Hier muss doch irgendwo ein Ding sein, wo ich... Der konnte ja aber langlaufen, ne? Ohne dass mich jetzt hier irgendjemand abfackelt. Alter Schwede. Die chinesische Mauer ist da unten, ne? Ameisen. Was haben wir hier? Kleinscherbe, noch eine Scherbe, Vollmond, bla 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 bla. Ich werde weder da noch da lang kommen können. Ne? Da werde ich nicht lang kommen. Das wird sowas von nicht gehen. Was ist denn aber, wenn ich mit dem Bogen in seinen Schwanz abschieße? Gibt der nicht? Hier muss ich noch treffen. Bin ich. Hab den keinen Schaden. Juckt den null. Merkt. Bringt nix, bringt nix, bringt nix, ja. Sein muss. Aber hier geht's halt auch nicht weiter für mich. Mit dieser scheiß Drache halt wieder hier lang. Ist halt am Arsch. Oder ich schaff's bis da hinten hin. Ohne dass der mich abfackelt, das schon. Ja, gut, ja. Der trifft mich nicht, ne? Ja. So. Gut, ja, ist ja entspannt dann. Gut. Schon so krass halt die ganze Zeit an, die ganze Zeit in seine
Flügelschläge, was, Junge? Ja, das ist erstmal scheiße. Was ist hier los? Oh, wichtiger Hebel. Was habe ich jetzt ausgelöst? Ah. Kann ich, glaube ich, die Drachen töten oder irgendwie sowas, wenn ich täusche. Oh Mann, ey, macht das doch nicht. Ich muss mich von hinten erwischen, irgendwie. Jetzt sieht das nicht so geil, wie ich das gerne hätte, ey. Ich finde eine geile Waffe vor allem. Ey. Ja, Hebel habe ich gerade aktiviert. Nö. Oh gab's hier denn versteckte Wände in Demon's Souls? Ah, Kollege. Komm her. Ach, alter Schwede. Das ist ein dicker. Was müssen wir denn da mal machen? Das Ding hier. Kleine Scherbe, irgendein Gedöns. Das ist geil, was es macht. Exus. Ja, dann schmeißen wir mal gucken, ob sie bestanden ist, fahr ich da wieder runter. Esel, hätte ich jetzt noch ein Feuerteil. Natürlich geil, aber ich kann ja das Ding mal nehmen. Schon effektiv sein. Okay, nice. Gutzi, gutzi, gutzi. Okay, jetzt kommen wir da unten runter. Und da ist, glaube ich, auch der Boss dann drin. Dann hält denn das Serpentin, so lange hält das Zeug da immer nicht. Gut, dann habe ich eigentlich hier erstmal alles erledigt. Links rum, rechts rum gelaufen, alles erledigt. Ab zum Boss. Hier müsste ich zum Nexus und ein bisschen aufwerten und so.
was behaupten. Ich glaube, ich gehe mal zum Nexus. Hebe mich ein bisschen auf. Wobei ich es eigentlich nicht brauche, ne? Ist nicht, ey, komm, scheiß drauf. Wobei, nee. Ich weiß gar nicht, ob man mittlerweile dann schon leveln kann oder so. Aber muss man ja leveln können. So, Nexus. So, ihr Luschen. Wo kann ich leveln? Wie diese alte, diese eine Frau, wo ich leveln konnte oder so ein Scheiß. Oh, ich kann euch Waffen. Ausrüstung, reparieren. Brauche ich reparieren? Brauche ich oder brauche ich nicht? Nierendolche. Faustschild.